So, hallo, wir machen weiter mit ein bisschen Mario Maker. Nachdem die letzten zwei Parts jetzt wieder Mario Bros. 35 waren und das enorm erfolgreich war, muss ich sagen. Wir haben ordentlich freigeschaltet, was ich sehr gut finde. Möchte ich auch wieder ein bisschen Mario Makern. Und mich schön wieder in die andere Spielphysik einbauen und dann immer durcheinander kommen. Das wird super. Aber mal gucken, was sich hier getan hat. Also am Ninjiran werde ich nichts mehr ändern, der bleibt so wie er ist. Ich weiß auch gar nicht, ob noch Zeit ist für Ninjiran oder ob der jetzt schon durchgelaufen ist. Keine Ahnung. Aber... ja. Und falls ihr meine Mario 35 Videos nicht guckt und nur Mario Maker guckt, gibt's ja auch, ne? Die einen gucken das, die anderen gucken das. Ich versuche gerade so ein bisschen die Videos für die Woche aufzunehmen. Also heute ist Montag und ich habe jetzt gerade schon, wie gesagt, zwei Parts 35 aufgenommen. Und jetzt versuche ich halt hier weiterzumachen. Ah ja, ein Tag verbleibt, okay. Wir gucken erstmal in unsere Liste. Ach, die ganzen Rabaros-Level habe ich mir noch gar nicht angeguckt, ne? Ups. Oh, und hier, er hat auch schon... okay. Okay, dann spielen wir erstmal Real Bad Guy von WBC. Das ist das Neueste hier. Hä, und ist das neu? Please Make Your Guide 3 haben wir doch gespielt. Remake Version 4. Wie oft will er da... oh, nee. Nochmal spiele ich es nicht. Das habe ich jetzt schon gespielt. Oh, Joris hat auch wieder was Neues gebaut. Okay, okay. I see. Dann fangen wir damit aber an. Dann fangen wir mit Joris eigenem Level an. Joris hat wieder selbst gebaut. Ja, let's go. Hat schon jemand auch gelöst. Mit 30 Sekunden. Okay. Mal gucken, wie gut wir da hinkommen. Ah, dann wollen wir uns das natürlich auch schön in Ruhe angucken. Okay, da ist ganz viel passiert. Gut. Ich glaube, wenn ich jetzt den Stern verpasst habe, wird das enorm schwierig. Yo! Haha, Hallöchen, Magic Cooper. Okay, aber ich könnte den Sprung hinkriegen. Ich könnte den Sprung schaffen. Wir versuchen mal den Sprung zu schaffen. Ich glaube, ich kann mich sogar runter... fallen lassen. Okay, ich will nochmal... ich lasse das hier mal alles runtersegeln. Ich will nochmal den Sprung versuchen. Hi, Magic Cooper. Ich will nochmal den Sprung versuchen. Ich glaube, man kann da unten... ich glaube, da ist sogar Boden. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich will den Sprung schaffen. Ja, sag ich ja, da ist Boden, aber ich will den Sprung schaffen. Der Sprung reizt mich. Joris hat dann einen sehr, sehr spannenden Sprung gebaut und ich will diesen Sprung hinbekommen. Okay. Wir werden an dem Sprung festhalten. Wir werden diesen Sprung hinbekommen. Dann spielen wir das Level richtig, aber ich will diesen Sprung hier schaffen. Yes! Haha! So, habe nichts davon, aber ich habe den Sprung geschafft. So, und jetzt gehen wir hier in Ruhe runter. Wie es der Aufzug uns vormacht. Aua. Okay, wir brauchen definitiv einen Stern, um hier unten zu überleben. Gleich hinterher. Hui! Das hat nicht funktioniert. Besser. Das ist schon besser. So, was haben wir denn jetzt hier alles Hübsches? Oh, da ist ein Stern drin, der aber nicht leben darf, weil er leider zerquetscht wird. Mehr Sterne. Oh, es spielt sich plötzlich so schnell alles, nachdem man Mario 35 gespielt hat. Hui! Okay. Uiuiui, jetzt nehme ich auch noch einen Luftballon. Ganz viele Schlüssel. Okay. Oh, die kriege ich alle nicht. Die gehen alle kaputt. Die gehen alle kaputt. Okay. So, aber wenn ich jetzt ein Luftballon bin, kann ich mich ja auch hier in Ruhe nochmal um... oha! Ich habe versteckte Blöcke gefunden. Oha! 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 Sind die überall hier? Oh, einfach mal... oh, einfach mal ein Pilz mit versteckt in den versteckten Blöcken. Ja, moin. Ah ja. Habe ich schon wieder Secrets gefunden hier. Man muss sich immer gut umgucken. Oh, hier sind keine. Ah, hier sind wieder welche. Da, okay. Kann man eigentlich mit dem Ballon in der Luft durch eine Tür? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Ist da unten vielleicht ein versteckter Block, dass man da durch kann?
Oha! Ja, let's go. Jetzt komme ich wahrscheinlich bei irgend so einer anderen Tür raus. Wo komme ich raus? Yo, alles klar. Oh, das ist nicht so gut. Oh, Hilfe. Oh Gott, okay, wir sind hier raus. Wir sind hier doch nicht raus. Okay. Okay. So, jetzt aber mal hier ordentlich einfach durch. Zack, zack, zack. Okay. Aber ich bin so schnell, es ist so ungewohnt, nachdem ich Mario 35 gespielt habe. Wahnsinn. Okay, hier komme ich gar nicht. Okay. Hier komme ich durch. So, weiterhin den Stern schön nutzen. Okay, hier drüben waren wir noch nicht. Ah, okay, da ist ein Ziel. Und hier unten ging es aber auch noch irgendwo hin. Da wollen wir auch noch hingucken. Aua. Was ist denn hier so versteckt? Ah, ich kann sogar in die Röhre rein. Okay. Hi. Kann ich in die auch? Nein. Okay, gibt es noch einen anderen Weg, in diese Special World zu kommen? Oh, jetzt habe ich ein kleines Problem. Aua. Das ist jetzt interessant zu wissen, ob es noch irgendwo einen Weg in diese Special World gibt. Oh nein, ich habe die Sterne ver... Okay, ich habe die Sterne doch nicht verpasst. Wir nehmen mal wieder Yoshi mit. Wow. Mein Skill gerade. Okay. Ach, hier sind ja Röhren. Ja, guten Morgen. Kann ich in die rein? Nee. Kann man überhaupt von der anderen Seite in die Röhren rein? Ich glaube nicht, oder? Wäre mir jetzt neu. Ja. Hilfe! Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich auch nicht. Okay. So, das ist schon mal gut zu wissen. Oh, wo fahren die eigentlich hin? Aha, ja. Ja, okay. Ja, aua. Okay. Das war eine interessante. Oh, mein Gott. Ja, gib mir den Pilz, sehr gut. So. Das war eine interessante Fahrt. Aber Joris wird doch die Bonuswelt nicht nur gebaut haben, dass man sie sich einmal angucken kann. Man kann da bestimmt. Oh mein Gott! Jetzt habe ich wieder ein Problem. Okay. Ah, ja, okay. Ja. So. Da ist noch ein. Okay, das war's mit dem Pilz. Da ist noch ein. Okay, da wäre noch ein Ballon. Jetzt hole ich mir erstmal den Pilz. Ja. Ach so, der Ballon macht mich automatisch groß. Ups. Der Ballon macht mich ja mit groß. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So. Der Tür waren wir drin. Kann ich in die Tür hier auch rein, ist die Frage. Nein. In die Tür komme ich auch nicht. In die Tür, in der kam ich raus, bei dem anderen. Okay, damit sind wir türentechnisch eigentlich durch. Ha, ich glaube, dann gibt es keinen anderen Weg in diese Zusatzwelt. Vielleicht ist die dann wirklich nur Dekoration. Kann ja sein. Ich glaube auch nicht, dass man diese P-Switch-Türen hier auslösen kann, außer halt irgendwo einen P-Switch versteckt. Glaube ich aber irgendwie nicht. Aber auf jeden Fall auch ein spannendes Level. Man kann viel entdecken hier. Kann ich hier noch vielleicht rein? Das wäre wild. Okay. Gut, dann machen wir jetzt den Rekord. Die 30 Sekunden kriegen wir getoppt. Die 30 Sekunden kriegen wir getoppt. Erstmal hier natürlich ein Like. Und dann ab dafür. Ah, ich bin hängen geblieben. Ah, nee, nicht da rein. Oh, nee, meine Zeit. Ah, das geht besser. Das geht besser.
Das geht besser. Das mache ich nochmal. Ich meine, es ist besser als die 30 Sekunden auf jeden Fall. Aber das mache ich nochmal. Das geht deutlich schneller. Nein, jetzt bin ich hier wieder hängen geblieben. Nee, oh, jetzt bin ich wieder hier reingerannt. Okay, wir schließen aber ab das Level. Dass wir die Clear Rate wieder ein bisschen hochschrauben. Blub. Oh, das war sogar noch mal besser als das von gerade eben. Aber noch lange nicht optimal. Das geht deutlich besser. Ah! Hier bleibe ich immer hängen. Jetzt hier und dann nicht darunter. Yes! Okay, so bin ich zufrieden. So bin ich zufrieden. Ist noch immer nicht das Optimalste natürlich. Lässt sich noch leicht toppen. Aber so bin ich erstmal zufrieden. Das ist okay. Das ist okay. Jawohl. Okay. Gut. Dann jetzt Devory Cassie. Her last word still hanging in the air. In the air. Big logo in more info. Ich kenne das Lied, glaube ich, gar nicht. Glaube ich, kenne das Lied nicht. Nicht sicher. Mal gucken. Ob es ein bekanntes Lied ist. Ach Mist. Ach Mist. Gott. Okay. Okay, ach so. Kennt jemand das Lied? Ich kenn's nicht. Yikes! Wieso muss man hier immer das Gefühl haben, dass es schief geht und dann geht's schief? Mist. Jetzt aber. Okay. Dup, 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 dup. Yo. Komm schon. Ach, komm schon. Achso, nochmal das jetzt anhören, okay. Ich glaube, dann haben wir es. Musik
wofür immer ich jetzt den Helm bekommen habe. Aber ist okay, ich habe einen Helm bekommen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. So, also wie gesagt, das haben wir schon gespielt. Das ist jetzt ein Remake. Andererseits kommen wir eigentlich recht fix durch, oder? Ach komm. Aber wenn er dann noch eine Version 5 hochlädt, wäre es auch wieder blöd. Mal gucken, was er geändert hat. Vielleicht sehen wir ja, was er geändert hat. Aber ich wüsste nicht, was man hätte ändern müssen. Das hat ja funktioniert. Gut, ich konnte es an manchen Stellen breaken. Vielleicht hat er das verhindert? Dass man es nicht mehr breaken kann? Oder hat manche Stellen vereinfacht, weil sie zu... Ah, guck mal, man kann sie nicht mehr breaken, tatsächlich. Schau mal, einer guckt, da war ich nicht der Einzige, der es gebreakt hat, offenbar. Jetzt muss man so hier hoch. Das habe ich vorhin mit einer Bombe aufgeschossen, da oben. Das konnte ich vorher machen. Witzig. Bam. Das hat man vorher auch schon geschafft. Hier habe ich, glaube ich, auch irgendwas gebreakt. So ein bisschen zumindest. Oh, wait. Oh, no. Ich habe Quatsch. Oh, boy. Ach so. Ach, ich bin komplett dumm. Ich habe das gerade völlig falsch gelesen und interpretiert. Schild! Bam, 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 bam. Okay. Das habe ich, glaube ich, auch vorher gesprengt. Ach, das war wieder der falsche, wie immer. Okay. Das war vorher auch schon so, glaube ich. Der Treffer hier war auch schon so. Da war jetzt nichts neu. Okay. Zumindest nichts, was ich erkennen würde als neu. Halt, das war die falsche Taste. Ah, dauert wieder zu lange, ja. So. Einmal hier. Ach ja, hier nochmal die Bombe. Okay. Jetzt kam der Bogenteil. Wow, ich habe nicht mitbekommen, dass ich die Bombe gezündet habe. Hä? Wann habe ich das denn gemacht? Ah, das musste ich so machen, ne? Na. Yes. Okay. Und jetzt kam schon der Boss. Okay. Ja, wow. Ach! Come on, es war schon offen. Hatte hier noch was verändert? Wir werden sehen. Soweit alles ähnlich aus eigentlich. Toll. 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 Ah, da ist wieder Neues. So. Ach ja. Tschüss. So. Yeah.
Und ab dafür. Okay. Next Frog. So, jetzt haben wir es nochmal gespielt. Aber wie gesagt, war eigentlich jetzt nicht wirklich was verändert. Und wir haben zwischenzeitlich mal ganz kurz hier den Rekord. Den werden wir nicht lange halten. Aber wir haben ihn mal kurz zwischenzeitlich. Warum nicht? So. Jetzt noch das richtige Level von WBC. Real Bad Guy ist jetzt einfach das Musiklevel, ne? Von Billie Eilish Bad Guy. Wahrscheinlich ist es nur zum Anhören, wenn ich 100% hier sehe. Ist wahrscheinlich nur zum Anhören. Ja. Ist das nicht auch ein Weeblood? Hat man das nicht auch schon mal? Bin mir gerade unschlüssig. Upsi. Habe ich jetzt woanders hingeguckt, gerade versehentlich. Hab mich ein bisschen verzettelt. Da habe ich nämlich damals schon gesagt, ich kenne das Lied nicht. Jetzt mittlerweile kenne ich es. Yo. Yay! Okay. Gut. Gut, gut, gut. Auch das nur ganz kurz der Rekord. Okay. Dann haben wir hier jetzt alles Neue gemacht. Ne? Und jetzt könnten wir uns theoretisch mal noch ein Level von Dings angucken. Aber das waren teilweise, waren das Reuploads, hatte ich den Eindruck, dass wir die schon mal gespielt haben. Aber nur teilweise. Was ist denn Hopes and Dreams? Okay, das haben wir definitiv nicht gespielt. Weil erreicht das Ziel als Frosch Mario ist mir neu. Oh mein Gott, was zur Hölle. Oh Gott, mit dem Frosch-Suit das alles steuern. Oh, Hilfe. Aua. Okay. Okay, das probieren wir mal aus. Aber das ist so unangenehm mit dem Frosch-Ding. Uff. Hui. Ah, das Frosch-Ding ist so unangenehm zu steuern. Und jetzt, oh Gott. Nice. keine Chance. Okay, den darf ich nicht so schnell auslösen. Hilfe. Ja. Ja. Hallo? Können wir? Danke. Hui. Nee. Oh Gott, das ist so ungenau. Es ist so ungenau. Ach nö. Es ist so ungenau. Frosch. Frosch. Ich habe da was vergessen. Hui.
Hüppa, es reicht nicht. Oh, ich muss einerseits schnell los. Oh Gott, es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Noch. Aber so können wir zumindest mal gucken, wie es hier weitergeht. Weil man kommt hier ja auch hoch ohne den Frosch. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt man auch nicht ohne den Frosch da hoch. Ich hätte zumindest mal gerne geguckt, wie es weitergeht. Puh. Ach, komm schon. Na, hier komme ich noch hin. Dann ist halt Schluss. Auweia. Auweia. Aber wie oft mache ich das denn jetzt noch an der Stelle? Hier geht's noch hin, aber... Oh, da geht's auch noch hin. Okay, das würde sogar auch noch gehen. Und dann? Wo gehen die jetzt dann? Wir wissen es noch nicht. Na, geh halt runter. Ja, cool. Genau das wollte ich. Okay, aber jetzt können wir vielleicht ein bisschen mehr sehen von dem, was hier so auf mich zukommt. No. Nein. Ach, ey, es ist so ein knappes Ding. Uff. Ich glaube, das ist nichts für uns. Ich würde aber interessieren, was da links unten ist. Ob man da irgendwo hin kann, ob da ein kleines Boni ist oder so. Aber ich glaube, das wirkt nur so. Ich glaube, da ist nichts. Oh, jetzt aber. Nee, wieso? Oh, wieso? Wieso komme ich denn da nicht sofort los? God dang it. Okay, da ist rein gar nichts. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Upsi. Hier schön die Ecken erwischen. Kommt mir gerade so. Oh wow, ich bin so doof. Ich bin immer in die Mitte gesprungen, ne? Lost. Ich bin komplett lost. Ich bin immer in die Mitte gesprungen. Ich muss natürlich die Ecken wegen der Hit. Oh mein Gott, bin ich doof. Okay. Das macht die Stelle schon mal deutlich angenehmer. Ah. So, vielleicht können wir wieder mehr gucken. Auch hier dann natürlich. Schön. Okay. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert.
Mist. Mist. Es reicht nicht. Okay, jetzt aber. Es reicht nicht, was? Ich hätte schwören können, das reicht. Ich hätte schwören können, dass das reicht. Jetzt aber. Okay. 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 Okay, so, soweit. Ich wollte springen, aber gut, habe jetzt nicht hinbekommen. Geschenkt. Trotzdem werden wir jetzt hier ein Stück sehen, was hier kommt. Okay, dann kommt hier eine Röhre. Was kommt nach der Röhre? Aha, toll. Oh, es ist so kritisch. Kein Checkpoint. Ach so, ja klar, kein Checkpoint. Ist ja mit Zielbedingung. Ah, die Zielbedingung hätte man sich auch sparen können und dafür einen Checkpoint. Und da halt nochmal einen Froschanzug geben. Das wäre doch nett gewesen. Aber nö, nett ist nicht. Ist doch der erste Teil schon schwer genug. Ja, also es ist deutlich schwieriger hier hochzukommen, wenn man nicht den Frosch hat. Nein! Warum passiert mir denn sowas? Okay, vielleicht können wir jetzt mal mehr von dem... Okay, wir sehen auf jeden Fall mehr von dem zweiten Abschnitt. Okay. Okay, dann kommt hier direkt eine Tür. Was ist hier los? Was? Ah ja. Reicht nicht. Ach, hab's gewusst. I knew it. Okay. Zwei Versuche noch, dann reicht's mir. Ich würde es gerne schaffen, aber ich sehe mich nicht, das in geraumer Zeit hinzubekommen. Okay, das lasse ich nicht als Versuch zählen. Und es ist ja schon als Mario schwer genug, ne? Als Mario könnte ich es mir vorstellen, aber als Frosch komplett durch das ganze Level, nein. Nein.
Aber ich würde halt gerne den Bossfight mal komplett sehen. Also ist ja kein Bossfight, aber halt, wisst ihr schon. Den Bossabschnitt. Come on! Ja, wow. Ja, perfekt. Ja, okay. Lassen wir's. Kriegen wir nicht hin. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, ich denke, hier ist soweit alles geklärt. Also die Rabaros-Level da nicht, aber naja. Sag erstmal Tschüss.